Ein weiteres AK-Frühstück mit Präsident Erwin Zangerl. Herr Präsident, wichtiges Thema dieser Tage, der Kinderregress. Es wird diskutiert, ob der möglicherweise in Tirol wieder eingeführt wird. Die Arbeiterkammer ist wahrscheinlich nicht dafür. Nein, die Arbeiterkammer kann nicht dafür sein, weil die Arbeiterkammer damals dafür gesorgt hat, dass er abgeschafft wird. Und jetzt bin ich schon etwas erstaunt, dass eigentlich jene, die sich dann selbst gepriesen haben, ihn abgeschafft zu haben, jetzt die Diskussion wieder beginnen, unnotwendigerweise den Kinderregress wieder einzuführen. Ich halte davon überhaupt nichts, weil absolut eine unsoziale Maßnahme darstellt und in den Familien eigentlich nur Probleme bringt. Denn Pflege, bitte, ist Krankheit. Ja, das ist ja nicht so, dass einer sagt, ich bin ab morgen Pflegefall und ich brauche Betreuung, sondern ganz im Gegenteil, es ist eine Alterserscheinung, die wir uns alle nicht wünschen, aber natürlich nicht auszustellen werden. Vielleicht können wir gerade in zwei, drei Sätzen erklären, was würde es bedeuten für Familien, sollte der Kinderregress wieder eingeführt werden? Ja, in der Familie eine Riesendiskussion. Ich habe ja damals, wie wir das zum Thema gemacht haben, viele, viele Anrufe erhalten, sowohl von den Kindern als aber auch von den Betroffenen, in dem Fall von den Eltern. Bei den Kindern war die Frage, ja, wer bezahlt das alle innerhalb der Familie? Und da gibt es natürlich schon die Probleme, weil zum Beispiel die Tochter, die also, was sie beim Hof arbeitet, ja, und schauen, dass sie mit Kindern und Familie selbst überleben kann, dann Kindergeld bezahlen muss. Oder zum Beispiel eine andere Tochter, die also sehr gut verheiratet ist, was ich natürlich auch jeden wünsche, aber als Hausfrau nichts bezahlt dann. Also da gibt es irres Potenzial von Konflikten schon dort. Aber natürlich das Schwierigste ist jenes, das haben ja auch Eltern angerufen, ältere Menschen schon bereits, die gesagt haben, stimmt es, dass wenn ich jetzt ein Pflegefall wäre und in ein Heim muss, dass meine Kinder dann bezahlen müssen, dann war mir Antwort natürlich ja. Dann war sehr oft die Antwort, okay, dann gehe ich nicht in ein Heim und dann sterbe ich lieber. Also derartige Auswirkungen hat es bei Menschen. Und so eine Diskussion jetzt wieder anzufangen, ohne Grund, ja, nur weil sich einige aus dem Bereich der Sozialdemokraten unsozial zeigen, halte nichts davon. Wir dürfen auch was Erfreuliches verkünden, und zwar bezüglich dem AK-Konsumenten. Ja, den gibt es jetzt an jeden Haushalt, weil wir das als sehr wichtig erachten, dass wir also die Konsumentinnen und Konsumenten aufmerksam machen, die Tests präsentieren können und somit dazu beitragen, dass wir also mündige Konsumenten im Land haben, wobei sehr oft auch festgestellt wird, dass das Teuerste auch nicht immer das Beste ist. Also die neueste Ausgabe des AK-Konsumenten sollte auch dieser Tage bei Ihnen zu Hause sein.